Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Es geht um unseren, ich muss so vor der Kamera bleiben, weil das Ding da so laut ist, weil Chris ist auch da übrigens, aber dem ist kalt. Ja. So, da muss die Kanone an, aber es wird unglaublich warm hier drin gerade. ja, wir machen den Motor raus. Ihr werdet das heute sehen. Ich rede etwas lauter, damit ihr mich auch hört. Was müssen wir denn noch machen hier, Christian? Weißt du das? Motor raus. Ja, super. Nee, Wasserleitungen, Spritleitungen, und so grob ist alles andere ab. Natürlich Kabelbomben und so weiter, muss auch noch mit raus, logischerweise, ganz klar. Aber alles andere ist soweit los. Klimaleitungen sind eh kaputt gewesen hier, bei dem die können wir einfach so lösen, müssen nichts rauslassen. Also die hat auch vorher nie funktioniert. Servo müssen wir gucken, da müssen wir auf alle Fälle rauslassen, weil der hat ja auch hier am Ende jetzt noch so ein bisschen rumgesaut und hat das hier nach oben gedrückt. Also das linke Triebe, schätze ich mal, ist kaputt. Ja, müssen wir gucken. Aber wenn wir einfach den Behälter leer saugen und dann also mit der Spritze halt leer ziehen und dann halt wegpacken. Ja, und dann können wir auch eigentlich schon Motor rauslassen. Würde ich behaupten. Ja, so kleine Schläuche noch abmachen hier, so was hier Heizung und so Scheiß angeht. Ne? Das muss ja alles ab. Und dann kommt der raus. Wir warten jetzt mal, bis das hier ein bisschen warm ist, dass wir das Ding ausmachen können. Ne? Und dann fangen wir an. Ach ja, vorne sind wir auch mal. Aber das ist ja easy. Das sind 5, 6, 7 Schrauben oder so. Das ist kein großes Ding. Weißt du, was wir machen? Wir sollten die Batterie abklemmen. Das wäre gar nicht so blöd. Das wäre verdammt schlau, ne? Boah, also Batterie abklemmen. Boah, ey. Kann's nix. Das Sommer wird. Halleluja. Warum? Du hast auch weiter gedreht. Hey ja. Hey ja. Ach, hey. Oh. Ja. Ja. Wird's bald. Das war jetzt sehr. Ja. Das nur vergessen. Ah, wie war das nochmal hier? Meine ist, glaube ich, hier, die müssen wir mal rausmachen. Ich kann sein, dass ich den bei mir brauche. Aber meine ist so ein bisschen verrostet. Oh. Alles total. Sagst klar. Du gerade zu mir, Alter. Was denn? Weil ich mir Sorgen mache um ein bisschen Rost. Ja, das hier, die Ummantelung von dem Zug ist weg. Oh. Das stört mich halt. Das stört mich halt. Sobald die GoPro gleich geladen ist, kriegt ihr auch noch einen zweiten Video. Hier ist so ein Clip. Pass auf. Ajo! Hier ist einfach woanders. Das ist doch scheiße. Genau. Ein bisschen bewegen, genau. So. Easy. Achso. Scheiße, ey. Was denn? Das sieht doch aus. Ja, zeig ja einfach ziehen. So. Mit Fingern ein bisschen schwer. Geht gut voran. Ja, wir haben eine halbe Stunde gearbeitet. Auseinander geht immer schneller, ne? Ja, auseinander geht easy. Easy. So, ist quasi fast los, ist nur so ein paar Kleinkram-Sachen. Die ganze Servo hat hier, guck mal, die ist richtig schön gesifft. Ja, eigentlich der Motor ist an sich clean. Der hat halt hier nur so überall so. Der Motor an sich ja, aber. Ja, wobei, das sieht halt auch nicht so aus. Hier, Ventildecke. Ventildecke hat gut gesucht. Gucken wir mal, was wir jetzt gleich hier noch schnell losmachen. Oh, hier, Krümmer wird geil. Mal gucken. Ach, Wetten abschließen. Wie viel reißen wir ab? Jetzt wir weißt du noch, wie wir das in der alten Halle bei dir machen wollten? Wir haben da eingesprüht. Ja, wir haben das eingesprüht, ja. Und ich habe mir wieder wehgetan. Aua. Wie viel reißen ab? Ich sag 2 mindestens. Ich sag 4. Echt? Ja. Ja gut, aber das bringt ja nichts. Wenn 3, hätten wir beide gewonnen. Ich sag 1. Die sind schon vorher eingeschaltet. Eine nur? Okay, ich sag 2. Und was wird noch? Ohne Monster? Runde Monster. Um eine Runde Monster.
Okay, bin ich ja mal gespannt, wer gewinnt. Protokoll. Sind alle ganz geblieben. Also hat der Christian gewonnen. Wir können das einfach hinten raus machen und runterfallen lassen, dann geht der eh kaputt. Nummer 1. Ich sag doch, die Dinger sind geil, ich liebe die Dinger. Bam! Da wurde es gestimmt. So, wir machen jetzt die Kardanwelle los. Weil unten haben wir schon alles ab. Ja. Meine Getriebe-Dings los. Okay. Warte. So. Kann ich? Ja. Jetzt kommt. Das war der erste. Zweite? Moment, lass mich das mal abschrauben. Ja, mach erstmal alle los, oder kannst du die. Guck mal, so. So, nächster. Okay, runter. Warte. Die vorne nicht raus. Hinten genauso wenig. Na, no, jetzt auch vorne. Ja. Ah! Warte, warte, ich habe doch so eine neue Dings gekauft. Warte mal. Die teste direkt aus. So, lass sie. Lass sie nicht fallen, ne? Hast du vorne auch? Sie kann rausfallen vorne. Alter, ne? Scheißegal, ey. Nein, ist nicht scheißegal, weil die nur so eine Richtung zusammenpasst. So, jetzt hast du. Ja, warte. Jetzt geh nach vorne und pack die, dann kann ich jetzt rausziehen. Ja, ja, ist okay, Chef. Ja, geht runter. Oh, so. Mach mich doch nicht immer so an. Wieso hast du denn den Montini jetzt weggeworfen? Weiß ich nicht, wieso hast du eben den 13er weggeworfen? Oh, fettig. Ah. So! Wattenprängel, Junge! Wattenprängel! Ja, da war es hier unten eigentlich alles, ne? Ich glaube fast ja. Ja. Nee, der. Der, genau. Aber der ist einfacher hier. Guck mal, wie lang das Ding ist hier. Warte, ich muss hier runterlassen hier. Ja.
doch. Alter, ich hab das Gefühl, das Getriebe ist auf. Yo, guck mal. Nee, ist anders. Guck mal, anders ist locker. Ja. Den haben wir nie gelöst, oder? Ich hab da nichts drin gemacht. Alter, der andere ist locker. Hol mal die Kamera. Nee. Hier, das sind die beiden Schrauben. Haha. Die waren locker, Alter. Guck mal hier. Der Anlasser war locker in dem Auto. Der war nicht mal fest hier, die Schrauben kann ich mit der Hand drehen. Da. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ja, jetzt zieh mal aus. Ja. So, ja, raus. Ich habe mal ein paar Plätze mit dir. Ist halt der Zublo oder was? Mal ein bisschen hoch. Hoch, runter, links, rechts, was will da alles? Ja, du musst ja jetzt hoch, runter beauftragt. Und schick. Ja, lass mal runter. Runter? Ja, runter. Komplett ablassen? Ja, mal, lass mal langsam runter und gucken, wie weit er runterkommt. Er wiegt sich keinen Millimeter. Alter! Und das Getriebe ist komplett in der Luft. Und jetzt gleich komplett ab. Ja, machen wir. Ja, guck mal. Das steht perfekt, Alter. Das ist echt stabil. Zack. Anders. Voll Junkie, das Getriebe. Voll Junkie. Ui. Daran sieht man aber auf alle Fälle, dass es der hintere hier, das immer wie war. Ja, guck. Wir haben das Aggregat. Ich lasse es jetzt extra kraftvoll klingeln. Triebwerk. Genau, Entschuldigung, stimmt, bei mir heißt es ja Triebwerk. Ja, dieses Triebwerk und Getriebe. Was sagst du dazu? War doch bisschen hakelig. Ja, wenn man einmal weiß, wie der da vorbeigeht, dann geht das aber eigentlich. Wir hätten das von vornherein machen sollen. Nein. Ja, wir hätten einfach nicht auf den Tunnel achten sollen, dass das Getriebe dagegen hängt, sondern einfach rausmachen. Ich meine, man kann natürlich auch das Getriebe vorher rausmachen, hätten wir auch machen können. So ist aber angenehmer. So ist einfacher, ganz ehrlich. Das Getriebe ist innerhalb von 2 Minuten, ist das hier im außerhalbigen Zustand ab. Was mich halt wirklich echt wundert, ist das mit dem Anlasser, ne? Das ist, das kann ich immer noch nicht glauben irgendwie. Dass das Auto angegangen ist, kurios, dass das wirklich funktioniert hat. Obwohl die Schrauben wirklich so ein Stück rausstanden, ne? Vielleicht so der letzte Übergreifer. Ja, wenn also, guck mal hier, guck das mal an hier. Du siehst an den Zähnen so leichte Spuren. Guck mal. Ja, das war die letzte Kante. Das ist die letzte Kante, halt da gegriffen hat. Ja, und zu guter Letzt hat uns die Pappe hier gestört. Beziehungsweise das Alu-Plastik-Ding. Ja, und wie man sieht, ist hier sehr viel Öl. Das bedeutet, dass der Simmerring hinten hier undicht ist. Und das erklärt natürlich auch das ganze Öl hier unten. Weil hier oben, wie ihr seht, ist er komplett trocken. Ach, guck mal, da kommt Blatt. Tuning-Blatt. Ja, hier M3-Blatt zu erwerben. 20 Euro über. Nein, Spaß. Aber wie ihr seht, hier oben, der ist komplett trocken. Das kommt von unterhalb und das zieht sich halt über die ganze, ich denke mal, hier ist auch die Servo. Ja, undicht, weil dann zieht sich das auch schön weiter. Aber alles in allem ist das ein relativ guter Motor, würde ich behaupten. Hat mich absolut nicht einmal im Stich gelassen. Hat von mir Wartung bekommen zu Kerzen, Öl, Filter, alles mit runter. Ja, Wasser auch, Kühlmittel und so weiter. Wobei halt LPG war, ne? Also die Leute, die das nicht wissen, hat den LPG und natürlich, der steht zum Verkauf. Falls einer Interesse hat, einfach mir schreiben, falls er noch da ist, ne? Ja. Weil ich habe es auch bei Instagram gepostet. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht. ja. Dankeschön, Christian, fürs Helfen. Sehr gerne.
Na, beruht ja auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen. Ja, im besten Fall machen wir morgen bei dir am Auto was. Ganz genau. Und dadurch, dass jetzt der Motor hier raus ist, wird das Ding auch easy zu schieben, ne? Komisch, ne? Ja, ja. Also easy würde ich nicht sagen, aber einfach. Angenehmer, gutes Wort. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hab ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir hier den Motor aus dem Ersatzfünfer rausgeholt haben. Das sagt mir, dass wir kurz vor dem Ende sind, das Auto abzugeben. Wir werden das Differential hinten noch rausmachen. Das ist wohl ein bisschen nass. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner haben will. Vielleicht lasse ich es auch einfach drinnen, weil es ist einfach zu viel. Ich glaube, wir lassen es mal drinnen. Es ist zu viel Arbeit. Ja, es ist schon ein bisschen siffig unten. Und ich habe einfach keine Lust, ehrlich gesagt, weil das so ein bisschen Arbeit ist. Jetzt kann ich in Ruhe die Leitungen abmachen von der LPG-Anlage. Und der Gastank muss noch raus. Genau, das kommt auch noch alles, weil die ist ja auch weg. Der Jens kriegt ja die Gasanlage. Und ja, da bleibt mir noch anderes zu sagen als Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.